世界最早的狐狸居，这里有中文的解说。那边是各种语言的解说，这边是售票的。我刚刚不想走进来，让他叫回去，不好意思。他这个可以股市的那个抽水。S D V Y S。一个人要4块钱入场券，这其实现在都还是有人住，住两三百个。还有没有需要？要扣。在进行的小教堂，6号，那其中有一个房子，就是附近的，是莫扎特的祖父曾住在这边，是老人家，这个比较穷困的人。其实如果不开放参观，不参观它开关了，这是很好的居住点，不需要。Administrationsgebäudes werden neben der Fuggerei 8 weitere Fuggersche Stiftungen verwaltet, zu denen die Fuggerkapelle in der Augsburger St. Anna Kirche zählt. Zum Stiftungsbesitz gehört auch die 1756 im Geburtsjahr von Wolfgang Amadeus Mozart gestiftete Thekla Kirche in Velden. Sie ist ein glanzvolles Rokoko in Velden. Bei Velden.Das frühere Fuggerschloss Blumenthal zwischen Neustadt und München liegen die Wälder, aus denen die Mittel für die Lebens bis heute. Die Familie zog sich im 17. Jahrhundert auf Schlösser wie die in Babenhausen und die Kirche an der Unterallee oder auf Schloss Kirchberg bei Köln zurück. So reich waren Jakob Fuggers Erben, dass sie selbst 3 spanische Staatsanwaltschaften überschritten, wobei die Fugger riesige Kreditforderungen an die Habsburger abschreiben mussten.Zu den superreichen zählten Fugger deshalb heute nicht mehr. Doch noch immer leitet die Familie die Fuggerei und begleitet mitunter äußerst prominente Besucher wie den ehemaligen russischen Staatschef Michail Gorbatschow durch die Sozialstaat. Jakob Fugger hat selbst den Kaiser und Könige finanziert.Und eines der packendsten Kapitel europäischer Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Er sei, so seine Grabinschrift, auch nach dem Tode nicht zu den Sterblichen zu zählen. Ja. 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 Ja
不晓得是哪一个，扣右边那个，好像是右边这个。介绍啊，很了不起啊！因为那个时候就有这种私人做福利的观念。那时候啊，居所就是这样，有床，可以住在这里，养老也不错。这古老的柜子。木箱子，这很古老，现在都是古董了。黑虫，这就是暖炉，古代的暖炉，时钟。房间都不大，因为这是一个福利措施。这么挤，刚刚挤了十几个人，这是他们的厨房，就这样挤了那么多人。这个水放水，这个炉子也很窄的。很小的一间，外面有漂亮的花花园，对面又是另外一栋。这就是刚才的博物馆。那现在这些人，这些房间是有人住的。我是新特加斯，刚才的博物馆。他说下一个门就是莫扎特的祖，那个祖父住过在这里，不知道是不是这一个。因为他说 next door， 那里是13号 ，next door 就是12号这里。这一间呢，莫扎特 ，Franz Mozart， 十，那个字是十还是？我住在这里过。去说明，这里是变成遗址。
对，可以可以看，我们可以看。我才知道这个是门铃，拉下去的，每家都有。